18 wunderschöne Österreicherinnen wurden von der Miss Austria Corporation unter der Leitung von Silvia Schachermeier im Missencamp auf die Miss Austria-Wahl 2014 vorbereitet. Welche der 18 Anwärterinnen schafft es, am 3. Juli die Jury von sich zu überzeugen und zur schönsten Frau Österreichs gekrönt zu werden? Oberösterreich wird durch die folgenden beiden Missen vertreten. Also ich bin die Julia, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Asten, das ist in der Nähe von Linz. Ich bin die Miss Oberösterreich 2014 und mein Hauptziel jetzt ist die Matura schaffen. Und dann ist das nächste Ziel, Miss Austria zu werden. Ich wollte eigentlich bis jetzt immer Psychologie studieren. Dann habe ich mir gedacht, naja, Moderatorin wäre eigentlich auch voll cool, weil ich rede unheimlich gern. Vorbilder sind die Bianca Schwarzirk von Puls 4 und die Silvia Schneider. Fotografen haben mir gesagt, ich soll bei der Miss Oberösterreich mitmachen, weil die glauben, ich würde da gut dazu passen. Ich glaube schon, dass ich die Richtige wäre, Österreich zu repräsentieren, weil ich jung und dynamisch bin und nach der Matura noch total lernfähig bin. Und ich habe einfach Spaß an dem, was ich mache. Und ja, ich glaube, das bringe ich auch irgendwie rüber, dass ich an dem allem Spaß habe. Ich bin die Melanie, ich komme aus Oberösterreich und bin Vize-Miss Oberösterreich geworden. Ja, ich komme aus Trogwein, das ist eine Stunde von Linz entfernt. Wohne mit meiner Familie in einem Einfamilienhaus, haben aber auch einen Bauernhof daheim. Meine Hobbys sind vor allem die Instrumente, also ich spiele viele Instrumente, Klarinetten, Ziehharmonika, Querflöten, Saxophon, Gitarre, Klavier und Blockflöte. Da mache ich auch noch gerne Sport und gehe tanzen. Viele meinen unter dem Motto Sport ist Mord oder Sport macht Riesenmuskeln oder Sport macht sogar dick. Alles ein Blödsinn. Ja. Sport, Bewegung ist essentiell, ganz, ganz wichtig. Ohne dem hat man keine Energie, ohne dem kann man den Körper gar nicht formen und auch nicht fit sein für den Alltag oder speziell für die Miss Austria. Sonst hat es immer nur geheißen, ja, nichts essen, dass ich ja dünn bin für Bikinifigur. Und jetzt ist aber eine Bikinifigur, wenn man sportlich ausschaut, wenn man ein bisschen Muskeln sieht beim Bauch. Das hat sich einfach geändert. Boah, wenn ich Miss Austria wäre, das war, glaube ich, das erste Mal voll unfassbar, die ersten paar Tage. Das war natürlich voll der Wahnsinn. Und ich glaube, das war halt einfach ein extrem tolles Jahr mit so vielen Erfahrungen und einfach so viel Erleben und so viel Spaß haben. Das war halt echt sehr cool. Burgenland hat nur eine Miss ins Rennen um die Krone geschickt. Aus Termingründen kann die Vizemiss leider nicht teilnehmen. Also, ich bin die Katrin Liedin, 19 Jahre alt, aus Andau im Seewinkel. Bin die Miss Burgenland und ich arbeite als Fußpflegerin und Nageldesignerin. Meine Hobbys sind Kochen und Ausgehen, etwas unternehmen. Dann habe ich noch 3 Aquarien zu Hause, um die ich mich auch gern kümmere. Ja, das war's eigentlich von mir. Ich habe mitgemacht bei der Miss Burgenland, weil ich neue Erfahrungen sammeln möchte, neue Leute kennenlernen und auch mein Selbstbewusstsein ein wenig stärken. Eigentlich war es am Anfang ein bisschen ein Spaß und es ist dann schnell ernst geworden. Ja, und das nächste Ziel ist Miss Austria. Also meine Stärken liegen in dem, dass ich ehrlich bin, verantwortungsbewusst, also eine kleine Perfektionistin auch und wandelbar. Und ich denke, das ist sehr wichtig für eine Miss Austria. Die Miss Austria soll aus dem Burgenland kommen, weil es natürlich schon lange keine Miss Austria aus dem Burgenland mehr gegeben hat. Und ich würde das natürlich sehr gerne erreichen oder zumindest in die besseren Plätze kommen. Ob eine der drei Schönheiten zur Miss Austria 2014 gewählt wird, erfahren Sie am 10. Juli um 20.15 Uhr auf Puls 4.